Ja, grüß Gott von der Kommentatorkabine oder von dem neuen Kommentatorplatz im Hanapi-Stadion. Entscheidend wird sein, wie die Spieler mit den Temperaturen auf dem Feld zurande kommen. Größer hätte der Unterschied in der Vorbereitung wohl nicht sein können. Die Wiener Austria fährt zur Generation, zur Regeneration nach Bad Dassmannsdorf und Rapid muss die UEFA Cup Qualifikation spielen. Wird sich also zeigen, ob eines von den beiden eine Auswirkung auf das Derby heute hat. Auf jeden Fall hat die Austria einen Mentaltrainer auch engagiert, Valentin Hobel. Er ist verantwortlich, dass auch die Mannschaft im Kopf fit ist. Kommen wir zur Aufstellung. Und hier von Rapid im Tor mit Ladislav Meyer. Dann Hatz und Schießwald, die beiden Innenverteidiger in der Mitte mit der Nummer 16 Radajcik. Dann im Mittelfeld mit Kautz. Und Zingler, weiters vorne dann Wagner und hier sehen wir Kautz. Kautz, der schon einmal ein Derby gespielt hat, eingewechselt wurde beim 1:1 im März 95. Dann Zingler, der hinter Dove spielt, Dove der Spielmacher und Lederer, das ist der Wechsel anstelle von Vettel auf der linken Position. Und vorne mit drei Sturmspitzen, wobei Radovic hängen wird und auf der linken Seite Daumend und rechts René Wagner. Die Aufstellung von der Austria im Tor mit Franz Wohlfahrt, der wieder fit ist, hat eine Beckenmuskelzerrung, kann also heute wieder spielen. Dann Libero Varisanovic, dann der rechte Verteidiger Hieden, hier im Bild. Hieden hat von seinen insgesamt 10 Bundesliga-Treffer 2 für Sturm und 1 für Salzburg erzielt. Und er gewann 2 Derbys, aber allerdings für Sturm Graz. Dann Hopfer. Letwon, der den defensiven Part im Mittelfeld übernimmt, und Leitner und links Sarac. Und hinter den beiden Sturmspitzen der Spielgestalter Michi Wagner. Er hat ja auch für Rapid gespielt. In 12 Derbys für die Austria hat er zuletzt nur einmal gewinnen können und mit Rapid hat er 3 Derbys siegreich beendet. Und die Sturmspitzen Meyerleb und Jeschek. Und den Anblick wird es dann der Marketingchef des Kurierstelleringer, der Rapista Magnus Wiedermann. Die längste Serie von Rapid, die hat Austria ja zuletzt mit einem 3:0 Sieg beenden können. Zuvor war Rapid bei 16 Derbys erfolgreich, 10 Siege und 6-mal unentschieden gespielt. Und die längste Serie der Austria, in der sie ungeschlagen blieb, umfasst 9 Derbys. Von 78 bis November 80 und damals konnte Austria 6-mal gewinnen. Das Stadion, das Hanapi-Stadion, fast ausverkauft, also eine entsprechende Kulisse. Und beide Mannschaften sind ja in der Meisterschaft noch ungeschlagen. Also erstmals ist dieses Derby seit Jahren zugleich auch wieder das Spitzenspiel. Ernst Dokkopil hat vor dem Spiel gemeint, dass er beide Mannschaften, Rapid wie Austria, gleich stark einschätzt. Über den Ausgang hängt sie der, dass es letztendlich nur vom Spielverlauf, letztlich vom Glück abhängt. Und er meint, dass die Wiener Austria vor allem in Auswärtsspielen sehr, sehr stark ist. Nämlich gegen Tirol und Sturm hat die Austria die besten Leistungen geboten. Und hier die Choreografie der Rapid-Fans, die Silhouette von Wien. Und dieser Karton sagt alles über die Einstellung, über die Erwartungen und auch die austrianischen Fans von der Wiener Austria sorgen für die entsprechende Stimmung heute im Hanapi-Stadion. Und hier sehen wir Michi Hatz. Er spielt ohne der Maske, hat nur eine Unterstützung fürs Nasenbein.
Also er hat die Maske abgelehnt und der Schiedsrichter der Begegnung ist Konrad Plautz. Er hat einmal schon ein Wiener Derby gepfiffen, fast genau vor 3 Jahren. Rapid hat damals 3:0 gewonnen. Und auch vor zwei Wochen spielte GAK, hatte ein weiterer Rapid-Spieler einen Nasenbeinbruch, nämlich René Wagner. Aber auch er konnte ohne Probleme die folgenden Spiele absolvieren. Und daher hat Michael Hatz auch auf die Gesichtsmaske verzichtet. Insgesamt bisher 221 Davis gespielt und nur 16 endeten 0:0. Und das erste 0:0 gab es überhaupt erst nach 66 Spielen zwischen Rapid und Austria. Von Rapid Austria wird in Europa nur von 2 Mannschaften übertroffen. 330 Mal hat Celtic gegen Glasgow Rangers gespielt und 285 Mal Besiktas gegen Galatasaray. Also an dritter Stelle das große Wiener Derby Rapid gegen Austria. Einige blicken da neugierig heraus, dauert ihnen offensichtlich schon zu lang unter diesem Riesentransparent. Wollt ihr bleiben? Wollt ihr aufgespielt sein? Okay, dann nehmen wir mir einen Ball. Nein. Okay, ja, dann gehen wir auf und ihr nehmt den Ball auch. Ja, aber da habe ich was Gutes bei dir. Gutes Spiel. Danke. Das ist schwer, ja. Gutes Spiel. Also Rapid spielt von rechts nach links. Ernst Tocopil, sehr erfolgreich, hat zuletzt in seiner ersten Phase als Trainer 9 Derbys unbesiegt überstanden und Anpfiff zum 222. Derby zwischen Rapid und Austria. Beide Mannschaften spielen taktisch sehr ähnlich. Auch bei der Austria spielt Letwon defensiv vor einer sogenannten Dreierkette, wie auch immer man das sehen will. Also von der taktischen Variante her sind beide Mannschaften sehr ähnlich. Leitner, Wagner, Hopfer. Heinz Hochhauser. Daumen. Von Radetzky. Jeschek. Das ist Sarac, der hier für die Austria wirft. Jeschek.
Der Trainer Ernst Dockenbill hat Lederer auf der Seite von Hopfer aufgestellt. Mit der Maßnahme, dass der schnelle Lederer die Kreise von Hopfer einengt und Ladislav Meyer von 5 von 8 da bis ohne Gegentor. Kein Foul, will Schiedsrichter Platz gesehen haben. Allerdings hier Foul am Meyerleb von Schießer. Rezanovic. Und Ladislav Meyer vor Jeschuk. Ja, der Varisanovic, der Libero der Wiener Austria, der kommt sehr oft mit nach vorne. Wird sich zeigen, ob im Spiel gegen Rapid, wo der Widerstand größer ist, ob das nicht manchmal auch zu gefährlichen Situationen führen kann. Im Zweikampf mit Lettmann. Ein großer Einsatz von Michael Hartz. Er kümmert sich dort um Jeschek und Foul an Radovic. Radovic, einer der 4 Rapid-Spieler, die von Otto Baric in den Teamkader einberufen wurden. Einsatz von Hopfer und gestoppt von Zinger. Freistoß für die Austria. Rezanovic zurück zu Dospel. Meyerleb, Radajczyk bei ihm und Foul von Radajczyk, Freistoß für die Wiener Austria. Kautz schaut immer auf Jeschek. Also die Spieler auf den Außenpositionen haben lange Wege zu gehen, offensiv wie auch für die Defensive. Und heute bei dieser hohen Temperatur eine zusätzliche, schwierige Aufgabe. Ein guter Schuss von Lettmann. Ja, wer war das? Ladislav Meyer dort gewesen wäre, Eckball, er hat ihn auch möglicherweise erwischt oder er wurde von einem Spieler abgelenkt. Ecke jedenfalls für die Austria. Ja, faule Entscheidung hier vom Schiedsrichter
Platz. Hier sehen wir Savicevic und Lakonikakis. Haben sich da hinter einem Pfeiler versteckt. Viele Fouls, wenn auch nicht hässliche Fouls, aber viele kleine Fouls prägen bisher in den ersten Minuten dieses Derby. Wagner. Hieden mit nach vorne gegangen. Hieden. Leitner. Aber hat's vor Leitner beim Ball und Radetzky klärt. Und bisher hat das kämpferische Übergewicht in diesem Derby. Große Laufarbeit. Gut gespielt jetzt für Jeschek, aber der Schiedsrichterassistent, der hat die Fahne oben. Es dürfte sich aber dabei um keine Abseitsstellung gehandelt haben, aber vielleicht sehen wir es in der Wiederholung. Aus der Perspektive. War kein Abseits. Und dementsprechend sieht es auch ganz hoch aus. Ungewolltes Kopfballspiel von Schießwald, Wagner und Foul von Radovic. Dafür gibt es die gelbe Karte. Ja. Hat ihn von hinten erwischt. Vater Wagner, vor wenigen Tagen wurde er Vater eines Sohnes von Alessandro. Rutscht von hinten rein. Schiedsrichter Lautz sieht dieses Foul reif für eine gelbe Karte. Freistoß, aber eine ziemlich große Distanz. Der ist ihm auch abgerissen. Saraj, Jeschek. Hat Svada aufmerksam. Fehler von Harz, eine Spielerei, die geht für Harz da gut aus. Zingler kommt da nicht mehr zum Ball und Freistoß für das. Schieß weit. Und Abseitsstellung. Abseitsstellung von Daumen. Spiel hat ein hohes Tempo, wenn auch die Chancen bisher fehlen. Gespielt etwas mehr als 11 Minuten. Spielstand 0:0. Sie sehen, Franz Wolfhardt, 30 Spielen von 40 hat er zumindest ein Tor hinnehmen müssen. Wagner. Letwon.
Wagner. Er hat gespielt auf Jeschek, aber der war von zwei Rapidlern, von Radajcik und hat zugedeckt. Leitner im Moment das Spiel neutralisiert. Jeschek und versucht es direkt aber aufs Tormaneck, aufs Kurzeck. Moment. Hat die Austria-Abwehr gut aufgepasst. Schön angenommen von Jeschek. Sarac. Und Missverständnis mit Jeschek. Wieder das Zusammentreffen von Radovic und Wagner. Aber da kann Radovic nichts dafür. Die Austria wirkt um einen Deut initiativer, Hopfer. Wenn auch bisher auch die Austria keine echten Torchancen herausspielen konnte. Sarac. Guter Schuss! Guter Schuss von Sarac. Bald zieht da am langen Eck vorbei. Nimmt ein Maß aus. Gut, fast 30 Metern. Wäre schwer zu beurteilen, ob da Ladislav Meyer noch zum Ball gekommen wäre. Aber erste gefährliche Schuss von der Austria. Wagner spielt weiter per Kopf für Merlin, aber er kommt zum Ball. Wagner, schön gemacht und im Lauf nimmt Merlin den Ball zu lange mit. War vielleicht auch ein bisschen überrascht, ist ganz knapp an den Fuß gekommen, konnte dadurch nicht mehr das Tempo rausnehmen. Noch einmal, ist ihm genau in die Schrittbewegung der Pass von Wagner gekommen. Aber die Chancen für die Austria, die mehren sich jetzt. Der Foul an René Wagner von Hieden. Hoffentlich ist ihm da nichts Ärgeres passiert, aber er steht schon und will den Freistoß selbst ausführen. Wagner, abgeblockt von der Mauer, hat viele Fehler gehabt, der Ball, und Hopfer. Ah. Klares Foul von Leffon, auch hier ist der Karten gefährdet und da hat er sie schon von Schiedsrichter Platz. Geld für Leffon. Er hat sich bei der Austria Leffon als sehr wichtiger Spieler entwickelt, der auch in der Defensive sehr stark ist und auch für die Offensive einiges bringt, dieser Letton. Tove, der jetzt beim Ball ist, kann sich im Moment bisher nach 16 Minuten nicht so in Szene als Spielmacher setzen wie Michi Wagner bei der Austria. Und Abstoß.
7 Tore hat er gegen die Austria schon erzielt und Sie haben es im Insert gesehen, sein 120. Bundesligaspiel. Wagner, er hat da nicht viel Zeit, den Ball anzunehmen. Leitner, bleibt der Ball, Merlin läuft in Position, bekommt den Ball und Meier ist wieder einmal richtig heraus. Aber der Schiedsrichterassistent, hier sehen Sie ihn, der hat da schon wieder ein Abseitsvergehen gesehen. Aber ein guter Spielzug der Wiener Austria. Ja, richtige Entscheidung. Und Ladislav Meier wäre aber auch diesmal wieder zur Stelle gewesen. Wagner stoppelt um, wechselt die Schuhe. Jeschek. Jeschek, Kautz lautet das Duell auf der linken Seite. Kautz kommt immer wieder zurück und dann übernimmt ihn Hartz. Sein erstes Derby im grün-weißen Dress. Für Rabitove, der legt sich den Ball zu weit vor. Schießwald. Radajci. Dauert zu lang der Spielaufbau von Rapid. Tove. Lederer. Zengler, Kautz. Wagner ist frei. Aber der vertrippelt sich da. Bleibt dann bei Sarac hängen. Und jetzt Angriff der Austria. Und Kautz setzt sich durch. Über 18.000 Besucher im Hanapi-Stadion. Und Sie sehen bisher ein sehr schnelles, hart geführtes Spiel mit etwas mehr spielerischen Akzenten der Wiener Austria. Tove, das war gedacht für Wagner. Aber die Handschrift von Heinz Hochhauser, die kann man bei der Austria bereits klar erkennen. Die Mannschaft spielt viel körperbetonter, gibt nicht auf. Das hat sich vor allem auch bei dem Spiel gegen Ried gezeigt, wo früher wahrscheinlich die Austria verloren hätte, wo aber diesmal über den Kampf die Austria besiegen konnte. Das ist das auffallendste Zeichen bisher unter der Regie von Heinz Hochhauser. Schießwald. Da fliegt sogar einen wirklich weiten Einwurf. Hartz, Wagner nimmt den Ball an. Schön gespielt auf Radovic, Möglichkeit. Und das ist die Führung für Rapid. 1:0 für Rapid durch das Tor von Radovic. Ja, hat sich Rapid absichtlich etwas zurückgezogen? Hat Rapid wirklich die Austria kommen lassen? Oder war es einfach dieser Spielzug, der die Führung für Rapid ermöglicht hat? Es war die beste Aktion
von Rapid in diesem Spiel bisher. Und sie hat das 1:0 gebracht. Hier noch einmal die schöne Ballabnahme von Wagner. Der sieht da Radovic. Der hat Platz. Und da ist Wohlfahrt chancenlos. Noch einmal. Sieht Radovic. Der kommt da von hinten. Aus vollem Lauf. Und Wohlfahrt hat da keine Chance mehr. Also 1:0 und entsprechend der Jubel der Rapid-Fans. Und hier sehen wir Ehrenpräsident Anton Peña und Ernst Tokopil. Ja, bisher hat er ja als Trainer keine Davis, zumindest die letzten 9 Davis, erfolgreich gegen die Austria absolviert. Wagner. Wie wird die Austria jetzt auf diesen Rückstand reagieren? Marezanovic, jetzt kriegt er wieder seinen Zug nach vorne. Merleb. Jeschek. Kommt auch zum Ball. Und Schießwald. Aber Austria bleibt im Ballbesitz. Hopfer. Und ja, knapp war das, aber aufmerksam Ladislav Meyer. Noch einmal aus der Torkameraperspektive. Und dieser bedienungslose Einsatz von Michi Hartz. Trotz seines Nasenbeinbruchs, er schont sich nicht. Aber auch René Wagner hat einen Nasenbeinbruch erlitten beim Spiel gegen den GRK. Ich habe schon eingangs erwähnt. Möglichkeit jetzt Wagner! Und abgeblockt. Er ist damit die Entscheidung nicht ganz zufrieden. Hier noch einmal die Vorgeschichte Hopfer. Zingler. Und er möchte einen Eckball und das nicht zu Unrecht. Ja, irgendwie erinnert mich das Spiel bisher in seiner Geschichte an das Spiel gegen Sturm Graz. Auch dort war Sturm Graz die ersten 30 Minuten die Mannschaft, die das Spiel bestimmt hat, die es beherrscht hat. Und dann die Rapid-Führung und dann plötzlich hat sich das Spiel gedreht. Und wird man sehen, ob es auch hier ist. Denn auch die Austria war im Spiel nach vorne effizienter, bemühter, aktiver. Lässt sich da viel Zeit. Ladislav Meyer. Radovic. Wirklich einen sehr großen Aktionsradius. Er hat bisher noch keine Akzente in diesem Spiel für Rapid setzen können. Und im Moment ist das Spiel wieder neutralisiert, alles gedeckt, die Räume eng. Und Zimmer. Schießwald. Tove. Schön gespielt, Daumend. Da war Marezanovic schneller als Lederer. Aber Daumend hat den Pass auch schon gespielt. Da hat Marezanovic schon klar gesehen, was kommt. Konnte früher starten. Kautz. Hatz. Kautz, aber unaufmerksam gespielt jetzt. Saraj.
Jeschek, Laufduell, Jeschek hat's. Jeschek ist vorne. Radajczyk blockt ab. Und Eckball für die Wiener Austria. Eckball durch Jeschek. Und geklärt hat Schießwald. Das Spielgeschehen verlagert sich wieder Richtung 16er von Rapid. Wieder Eckball. Der vierte. Zu 4, das Verhältnis bei den Ecken, aber Rapid führt 1:0 im Derby gegen die Austria. Jeschek. Abgewehrt von Radovic und Wagner hat es da direkt versucht. So, und da das gute, genaue Zuspiel auf Wagner, der hat Zeit, sich den Ball runterzunehmen. Von hinten kommt Radovic und da kann Wohlfahrt nichts machen. Der Schuss genau aufs lange Eck und hier Ex-Finanzminister Edlinger und der Rapid-Präsident und Friedel Konzilier, der sich offensichtlich zum Stoiker entwickelt. Viele sehen Friedel Konzilier vielleicht so. Missverständnis, Einwurf für Rapid. Da sehen wir den Ex-Austrianer Schießwald. Er hat alle Spiele gegen seinen Ex-Club gewonnen. Das liegt auch darin, dass er bei der Niederlage zuletzt nicht dabei war. Also seine Bilanz, die ist makellos. Zu durchsichtig das Spiel auf Meyer-Leb. Opfer, schön weiterlaufen lassen, Wagner. Und Foul von Zinkler. Er hat da Wagner schon getroffen, deutet zwar unschuldig auf den Ball. Im Derby ist er auch noch ohne Niederlage. 7 Derbys hat er absolviert. Lederer. Radajczyk. Wirklich einer der ganz starken Pluspunkte von Rapid. Und Jeschek kommt da drüben einfach nicht wirklich ins Spiel. Ist auch mit seiner Position im Sturm da nicht wirklich glücklich. Möchte lieber hinter den Spitzen spielen. Aber diese Aufgabe hat Heinz Hochhauser Wagner übertragen. Und unten wärmt sich Schöttl auf. Peter Schöttl, wird man auch sehen, ob er von Tocopil ins Spiel genommen wird. Aber die Verteidigung von Rapid, die wirkt solid. Daumend. Ist ja noch nicht wirklich in Szene gesetzt. Vielleicht jetzt. Ja, aber wahrscheinlich kein Elfmeter. Das Foul war außerhalb des 16ers. Und er
gibt eine gelbe Karte für Varesanovic, Schiedsrichterapplaus. Und Freistoßdistanz, hier sehen wir es noch einmal klar, außerhalb, keine Frage, 1,5, 2 Meter außerhalb. Gelbe Karte, okay. Und Freistoß für Rapid. Ausgeführt von Radajczyk, heißt das, dass man hier mit einem Direktschuss rechnen muss. Fürs Flanken wird er ja dann nicht nach vorne gekommen sein. Zieht ab! Und ja, gedacht für die Rapid-Spieler zum Hineinlaufen in den scharfen Ball. Zinkler. Ball schlecht angenommen, Jeschek. Und wieder geklärt von Hartz. Ja, über eine halbe Stunde gespielt. Rapid führt gegen die Austria mit 1:0. Torschütze war Radovic. Aufmerksam wieder Radajczyk, Tove, Lederer entschuldigt sich bei seinem Mitspieler für den missglückten Pass. Letvon, Jeschek lässt weiterlaufen für Sarac. Und zu ungenau. Ja, kein Foul gesehen, Schiedsrichter Platz hier an Letvon. Schießwald. Wagner, na, da wäre ein schnelles Abspiel wohl sinnvoller gewesen und Foulentscheidung gegen Rapid. Varesanovic, den wir hier sehen, hat zweimal gegen Rapid gespielt, damals hat er noch bei Steyr den Libero-Posten eingenommen. Rapid steht in der Abwehr sehr gut. Hier Radajczyk und macht sich da klein, lässt Ladislav Meyer zum Ball. Radajczyk spielt souverän, steht sehr gut, spielt ihn wirklich ausgezeichnet davor. Also die Rapid-Abwehr bisher tadellos und bei der Austria dürfte Heinz Hochhauser möglicherweise dann einen weiteren Stürmer bringen. Der Toro wärmt sich auf. Wer geht, das dürfte klar sein, da dürfte es wahrscheinlich Jeschek erwischen. Aber wir werden sehen. Es spielt ja eigentlich die Mannschaft mit dem gefährlichsten Sturm, Rapid mit 15 Toren, gegen die Mannschaft Austria mit den wenigsten Gegentreffern, mit nur 2. Aber heute wirkt eigentlich die Abwehr von Rapid souveräner. Gute Vorlage von Radovic. Unzufrieden. Franz Wohlfahrt, Hopfer. Aber er hat auch keinen Grund im Moment zufrieden zu sein. Obwohl die Austria, die bemüht sich, kämpft, hat es anfangs zu den
bessere Möglichkeiten gekommen, aber die Rapid-Abwehr, die steht eben bis jetzt ausgezeichnet angeführt im Zentrum von Radaitschik. Und auch Michael hat souverän heute, hat bisher seine Zweikämpfe meist gewonnen. Und man merkt überhaupt nicht an, dass er vor wenigen Tagen einen Nasenbeinbruch erlitten hat. Letvon, Meyerleb, Letvon, Doppelpass, der hat er nicht erwischt, Möglichkeit. Ja, Leitner hat sich da zu lang Zeit gelassen. Oder war auch überrascht, dass Letvon den Ball nicht annehmen hat können. Haben wir Michel Hartz mit dem Nasenschutz. Die Maske, die hätte ihn zu sehr gestört. Also mit der Maske hätte er nicht spielen wollen. Schiedsrichter Plautz ruft da Wagner zu sich, gibt ihm eine Verwarnung. Hat es zwischen Wagner und Dospel seine Stoßerei gegeben, aber sehr aufmerksam Schiedsrichter Plautz bisher. Letvon. Tobe, also er ist bisher nicht aufgefallen, aber das kann sich bei einem Spieler seiner Klasse sekündlich ändern. Wieder Tobe. Wagner war überrascht, dass er da den Weg frei aufs Tor gehabt hätte, wenn er den Ball direkt angenommen hätte. Er ärgert sich darüber, hat das zu spät überrissen, die Situation. Lederer, schön gespielt für Tove. Ja, und Schüttel macht sich bereit. Foul an Wagner. Und es kommt zum Wechsel. Peter Schöttl kommt ins Spiel. Und es geht die Nummer 9, Daumend. Aus dem Spiel die Nummer 9. Ja, Daumend hat in diesem Spiel wirklich bisher nicht gut gespielt, ist kaum aufgefallen. Und für ihn kommt jetzt Peter Schöttl. Und wir schauen, wie sich das auf die Taktik von Rapid auswirken wird. Bespricht sich mit Radovic, kurz mit Tobe. Aber wir werden es dann gleich sehen. Spiel wird fortgesetzt mit Freistoß für Rapid. Und Eckball. Ja, die Fans freuen sich, dass Peter Schöttl aufs Feld gekommen ist. Der erste Eckball für Rapid. Noch nicht ganz 4 Minuten in der regulären Spielzeit zu spielen. Und der war missglückt. Ja, Daumend muss möglicherweise verletzt gewesen sein, dass er wenige Minuten vor dem Pausenpfiff den Spieler aus der Mannschaft genommen hat, Ernst Lokopil. Opfer. Hidden. Thank you.
Eckball durch Wagner. Möglichkeit jetzt aber wieder gut abgeblockt. Guter Einsatz von Tobe Wagner und aufmerksam Barisanovic. Schöttl spielt im Mittelfeld. Möglicherweise, dass Radovic mehr zur Spitze dadurch geht. Letvon. Leitner. Sarac. Jeschek nimmt das Tempo aus der Aktion. Aber Möglichkeit jetzt, Sarac und Eckball für die Austria. Sechste. Diesmal ausgeführt nicht von Wagner, sondern von Sarac. Hat direkt Abnahme, aber misslungen. Hopfer. Wagner zurück zu Wolfer. Wagner wollte für Leitner spielen und Wagner. Aber zu lange für Kautz gespielt. Ja, Rapid lässt sich da nicht von dem grundsätzlichen System abbringen. Bleibt hinten, bleibt vorerst in der Defensive. Und Nachspielzeit in der ersten Hälfte, eine Minute. Nachdenklicher Heinz Hochhauser. Ja, die Austria, die wirkt jetzt nicht mehr so kompakt wie die ersten 25, 30 Minuten. Wirkt auch etwas durch den 0:1-Rückstand verunsichert. Wagner. Na, Meier lässt sich da alle Zeit. Geht da gemütlich Richtung Mittelkreis. Kautz. Ja, Dospel, gute Attacke da von Wagner und abwertende Geste von Wagner gegen Plautz. Und da gibt es ganz sicher eine gelbe Karte. Ja, das war unprofessionell in dieser Phase des Spiels, nach der Führung, wenige Sekunden noch in der ersten Hälfte zu spielen. Da kann man sich diese Handbewegung wahrscheinlich auch schenken. Braucht sich nur vorstellen, wegen dieser Handbewegung dann ein harter Zweikampf und das würde rot bedeuten. Das ist wirklich sinnlos und hier ist der Pausenpfiff von Schiedsrichter Konrad Plautz. Rapid führt mit 1:0 durch ein Tor in der 22. Minute und hier haben wir den Torschützen im Bild, nämlich Radovic, der auch abgesehen vom Tor sonst eine ausgezeichnete Leistung bietet. Sehr gut auch Schiedsrichter Plautz und seine Assistenten. Alle Anzeigen waren bisher richtig. Spannende Unterhaltung.
Ja, und wir gehen jetzt zu Christian Neber, der die ersten Flash-Interviews durchführt. Ja, und bei mir ist Neo-Teamspieler Thomas Zingler. 1:0 Führung. Ihrer Meinung nach geht die in Ordnung, die Führung? Es ist ein bisschen glücklich. Wir haben nur eine Torschuss gehabt. Eine Torschuss haben wir genützt. Ansonsten sind wir ein bisschen müde vom Donnerstagsspiel, vom Europacup, aber wir müssen uns jetzt überwinden. Und vielleicht schaffen wir noch das 2:0, dass wir dann ruhiger spielen können. Ist das jetzt die neue Heimtaktik von Rapid gegen stärkere Mannschaften, die Gegner kommen lassen und dann zuschlagen? Ja, die Austria ist sehr stark. Wir haben es gewusst, dass sie spielerisch sehr stark sind. Und wie gesagt, wir sind ein bisschen müde, aber wir überwinden uns jetzt und hoffen, dass wir das Spiel noch gewinnen. Nicht unser Analytiker Toni Pfeffer. Sogar der Thomas Zingler hat zugegeben, die Führung ist glücklich für Rapid. Sehen Sie das auch so? Ja, ich bin absolut dieser Meinung. Die Austria macht optisch den besseren Eindruck, ist überlegener, doch hat aber leider Gottes noch keine zählbaren Erfolge und auch keine richtigen Torchancen gehabt, die erste Halbzeit. Eine kleine Torchance gab es doch, die schauen wir uns jetzt an. Den Weitschuss von Sarac war in der 15. Minute. Ja, war ein sehr schöner Schuss. Aber wie gesagt, hat das Viereckige nicht erreicht und darum steht es 1:0 für Rapid. Was dennoch aufgefallen ist, die Austria sehr selbstbewusst hier auswärts im Hanapi-Stadion begonnen. Ist das schon die neue Handschrift des Trainers oder ist einfach die Austria jetzt stärker als in den vergangenen Jahren von der Besetzung? Ja, ich glaube ganz einfach, die Austria ist organisierter als in den vergangenen Jahren. Das ist sicher die Handschrift des Trainers. Rapid war ein bisschen verunsichert am Anfang, wahrscheinlich auch durch das Europacup-Spiel. Aber ich glaube trotzdem, dass die Austria mehr auf den Endzweck aussehen muss und das ist eben Tore machen. Und ich glaube, das wird ihnen auch der Trainer in der Halbzeit sagen. Fehlt der Austria noch ein Stürmer? Fehlt ihr noch die Durchschlagskraft letztendlich vorne? Ja, natürlich. Wie die Austria, ich sage jetzt wir schon wieder, die Austria spielt mit einem Stürmer. Das ist vielleicht gegen die massierte Rapid-Abwehr zu wenig. Und jetzt könnte man vorstellen, dass ein weiterer Stürmer kommt. Jetzt schauen wir uns das einzige Tor dieser ersten Spielhälfte an. Radovic hat es erzielt in der 22. Minute. Die Austria-Abwehr so stark bisher in dieser Saison, da hat sie gepatzt. Ja, ich glaube, den hat man komplett übersehen. Es war überlegt gemacht von Marine Wagner und auch sehr zielsicher eingeschossen. Darf nochmal nicht passieren. Muss ich vielleicht ein bisschen einschläfern lassen, weil die Rapid so ungefährlich war bis dahin? Ja, bis dorthin war überhaupt keine Gefahr. Das war, wie gesagt, die einzige Aktion von Rapid und leider Gottes ist da das Tor gefallen aus Austria-Sicht. Ja, herzlich willkommen jetzt zum Beginn der zweiten Spielhälfte. Es hat mittlerweile auch leicht zu regnen begonnen. Und man wird sehen, ob die Austria einen zweiten Stürmer bringt, ob Tatoro ins Spiel kommt. Und hier kommen die Mannschaften aus der Kabine, also Jeschek dabei. Radovic, Schöttl. Und hier sehen wir noch einmal das 1:0 von Radovic in der 22. Minute. Da hat man Wagner nicht eng genug gedeckt. Er hat da Zeit gehabt, den Ball anzunehmen. Und Radovic ist da aus vollem Lauf von hinten gekommen. Ohne Chance. Wolfhard auch. Die einzige Chance für Rapid. Und aus dieser Chance hat Radovic die Führung fixiert. Obwohl die Austria die aktivere Mannschaft war, die Mannschaft, die versucht hat, mehr Akzente zu setzen. Aber wie gesagt, Rapid hat das 1:0 erzielt durch Radovic. Einmal ist die Abwehr nicht gut gestanden und diese Chance hat Rapid genutzt. Jetzt wird man noch sehen, ob die Mannschaft von Austria nachsetzen kann, ob die Regenerationsphase in Bad Tatzmannsdorf in den letzten Tagen ausgereicht hat, um wieder zu Kräften zu kommen nach dem intensiven Spielprogramm davor. Und ob das UEFA Cup Qualifikationsspiel doch so viel Substanz gekostet hat, dass Rapid jetzt möglicherweise in der zweiten Hälfte etwas müder wird. Und Schiedsrichter Plautz geht da mit Ladislav Meyer zu den Fans von Rapid. Er pfeift nicht an, da die Rauchentwicklung dieser Rauchbomben so stark ist, dass wahrscheinlich der Tormann dort das nicht einatmen kann. Ja, das liegt nur 1-2 Meter hinter dem Tor und wenn der Wind vom Westen reinkommt, dann kann man ganz einfach nicht spielen. Das ist unmöglich, weil einmal das Einatmen, da bekommt man längere Zeit dann keine Luft. Ja,
das wird einige Zeit dauern und hier sehen wir jetzt Peter Schöttl, er ist jetzt Kapitän und er ist der Spieler mit der meisten Derby-Erfahrung. 45 Mal gegen die Austria gespielt. Es gibt einen Spieler, der es noch öfter, noch eine bessere Bilanz hatte, noch öfter gespielt hat gegen Rapid. Das war Robert Zara mit 55 Mal. Und da der erfolgreiche Trainer, oder kurz haben wir gesehen, Ernst Dokopil. Er hat gemeint, vor dem Spiel die Mannschaft, die mehr Glück hat, die wird das Spiel gewinnen. Hopfer. Foul an Hopfer. Ja, nachdenklich Heinz Hochhauser und Rapid nur mit einer Spitze jetzt, nämlich mit René Wagner und verstärkten Mittelfeld, also Rapid scheint an der Taktik auch in der zweiten Hälfte nichts zu ändern. Möglichkeit jetzt und der Kopfball war von Merkel. Hat Tove. Tospel. Schöttl kehrt, Radovic. Jeschek. Gut gemacht von Jeschek, guter Pass. Und um den Schritt Michi Wagner zu kurz. Missverständnis, aber die Spieltaktik, die scheint klar, die liegt auf der Hand. Hier wärmt Ivancic, der junge Spieler von Rapid, auf. Rapid zieht sich zurück, spielt auf Konter und Austria muss versuchen, den Rückstand zu egalisieren. Tove. Fehlermöglichkeit jetzt. Radovic schaut, kaut, geht in ins Loch, aber das Zuspiel von Radovic zu stark. Herr Kautz hat er nicht ganz gewusst, soll er hineingehen oder soll er außen gehen. Sein 90. Bundesligaspiel. Und sollte Tatoro kommen, dann können sie sich die Hand geben. Der hätte dann nämlich auch sein 90. Bundesligaspiel. Ja, welche Mittel und Wege kann die Austria, wird die Austria finden, um durch diese dichte Abwehr von Rapid-Spielern zum Erfolg zu kommen? Welche Taktik kann man dabei anwenden, ohne zu sehr konteranfällig zu sein? Und eigentlich, die Bilder gleichen sich von den letzten Minuten der ersten Hälfte. Meier geht da gemütlich aus dem 16er heraus. Vielleicht müsste die Austria doch mehr Pressing spielen, aber das sagt sich leichter. Jetzt ist noch Regen dazugekommen, schwül.
beim Ball Michi Wagner. Er bemüht sich, er kämpft, er setzt gute Akzente, spielt gute Passes. Aber letztendlich, für ein Tor hat es noch nicht gereicht. Hat für die Austria 4 Tore geschossen. 3 Meyer-Leb. Und es kündigt sich ein Wechsel an. Heinz Hochhauser bringt Tatoro. Kann sich nur um wenige Augenblicke mehr handeln. Nehme an, dass es sich um Jeschek handeln wird, der aus dem Spiel genommen wird. Aber wir werden es gleich sehen. Tatoro kommt in jedem Fall. Und es geht die Nummer 13, es geht Toske. Das heißt jetzt, Offensive von der Wiener Austria nimmt einen Abwehrspieler aus der Mannschaft und bringt Tatoro. Jetzt wird Letwon wahrscheinlich dennoch noch stärker in der Defensive arbeiten müssen. Und das ist auch die taktisch richtige Antwort von Trainer Heinz Hochhauser, denn in Wahrheit steht ja auch nur ein Stürmer von Rapid vorne und das ist der René Wagner. Jeschek. Leitner umringt von 3 Rapidlern, macht das einzig Richtige, zurück zu Hieden. Hopfer. Langes Zuspiel von Hieden auf Jeschek. Saraj. Ja. Missverständnis. Aber man muss auch sagen, der Platz ist sehr eng. Jetzt Meyer-Leb. Und Schöttl klärt. Nein, Zinkler. Aber die Austria, die setzt sich jetzt in der Rapid-Hälfte fest. Also, ob Rapid das durchhalten kann. Tatoro. Und Freistoß für Rapid. Ermahnt Tatoro für das Foul an Schießwald. Richtige Entscheidung. Ja, man wird aber jetzt sehen, ob Rapid das wirklich durchhalten kann, so in der Defensive zu stehen. Zwar mit der Führung im Rücken, aber wird interessant sein, wie sich das Spiel entwickelt. Hatz kommt wieder. Hat sich Informationen von Tocopil geholt. Foul von Wagner. Letwon, zu lange gedacht, der Pass für Wagner. Zinger. Gegen den Lauf von Lederer gespielt und der bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Dann hat sich Radovic da eine Zerrung zugezogen. Er war in der Bewegung, also
Köpfer. Tatoro geht dem Ball entgegen. Möglichkeit jetzt für die Austria. Und die Chance hat Leitner vergeben. Wieder mal ausgezeichnet, Ladislav Mayer, aber das braucht man schon fast gar nicht erwähnen. Na, der Schuss von Leitner, abgeblockt noch und mit der Hand noch abgelenkt. Ladislav Mayer, Eckball für die Austria. Sind der Eckball? Kurz gespielt diesmal. Wagner, guter Haken. Kein Foul, so Schiedsrichter Plautz. Jetzt Kontermöglichkeit für Rapid. Hat. Na, das dauert zu lange. Da hat die Austria allemal Zeit, sich wieder in der Abwehr zu formieren. Missverständnis, Tatoro. Rapidler stehen sehr gut hinten. Wagner. Und Eckball für Rapid, der zweite. Jens Tove. Und Foul von Hartz. Merlib kommt da vorbei, noch immer Merlib, Möglichkeit jetzt, hopp an die Stange, Jeschek abgeblockt, die beste Chance und der Blick in den Himmel, an die Stange, die beste Möglichkeit jetzt für die Austria, da setzt sich Merlib durch, spielt auf für Hopfer und der trifft die Stange, da wäre Ladislav Mayer nicht mehr zum Ball gekommen. Und noch immer ärgert sich Hopfer. Ja, das war eine wirklich große Chance. Noch dazu die Schussbahn frei aus einer Distanz von etwa 11, 12 Meter. Hopfer und Mayer. Fehler von Kautz. Tatoro. Wagner. Tatoro. Hopfer. Und Eckball für die Austria. Der Achte. Ja, das Eckenverhältnis ganz klar für die Austria und sie, dieses Eckenverhältnis widerspiegelt auch das Spiel. Die Austria versucht, den Rückstand aufzuholen und wieder Glück, Ball abgefälscht nach dem Schuss von Jeschek. Hat Rapid jetzt Glück gehabt. Direktabnahme von Jeschek, abgefälscht, noch einmal. Also das ist eine ganz schwierige Situation für den Torhüter. Diese Szene hat auch zum Eckball geführt und
Er hat es aber nicht gesehen. Aber ist schnell gegangen, der Ball zweimal abgeprallt und Schiedsrichter Plautz hat es dann nicht mehr gesehen und hat Abstoß gegeben. Radovic. Ja, na, so viel Zeit hat er nicht. Kein Foul. Leitner macht da sicherlich nicht das Beste draus. Bisschen durcheinander jetzt da im Mittelfeld. Ja, Jeschek liegt da am Boden. Aber Schiedsrichter Plautz hat kein Foulspiel gesehen. Ja, ganz klares Foulspiel. Das hat Schiedsrichter Plautz übersehen. Aber Jeschek steht wieder. Verärgert ein bisschen auch Heinz Hochhauser. Über 60 Minuten gespielt, Rapid führt 1:0, aber Austria ist jetzt klar die spielbestimmende Mannschaft, nachdem sich Trainer Tocopil entschlossen hat, defensiv spielen zu lassen und Heinz Hochhauser dadurch einen Abwehrspieler rausgenommen hat, weil Rapid nur mit einer Spitze spielt und Tatora als dritten Stürmer bringt, um eben doch den Rückstand noch aufzuholen. Wagner. Und abgeblockt. Ja, Rapid-Anhänger haben bis jetzt allen Grund zum Jubel. Durch die 1:0-Führung von Radovic. Aber die Austria, die setzt sich in der Hälfte von Rapid fest. Missverständnis, Merlib, Tatoro erkämpft sich da noch den Ball. Und Foul. Foul von Schöttl, Freistoß für die Austria. Ja, wieder Eckball, abgefälschter Ball. Eckball für die Austria. Merleb und Tatoro im Fünfer. Flanke von Wagner. Möglichkeit Jeschek. Ja, unglaubliches Glück hat Rapid jetzt in dieser Phase des Spiels. Kautz dürfte den Ball abgelenkt haben. Noch einmal. Da ist der Schuss und Kautz am kurzen Eck geht in die Knie und wehrt dem sicher scheinende Tor den Ball da noch ab. Eigentlich auch ein bisschen überraschend, dass Rapid, dass Trainer Jan Stokopil diese Taktik ausgibt, sich so sehr auf die Defensive zu beschränken in einem Heimspiel. Nicht mitzuspielen. Aber was soll's? Aus seiner Sicht führt die Mannschaft 1:0 und letztendlich ist es das Ergebnis, das zählt. Radovic kommt mit nach vor. Sarac. Kautz.
da sehen wir noch einmal die Möglichkeit der Austria. Da der Schuss von Jeschek und Kautz am kurzen Eck. Ja, die Austria hat jetzt schon einige hochkarätige Chancen gehabt, um den Ausgleich zu erzielen. Hopfer und eben jetzt Jeschek. Ja, da ist Radajczyk hart an den Mann gegangen, hart an Letwon. Freistoß für die Austria schon ausgeführt. Der Toro nimmt den Ball gut an mit der Brust, wird von zwei Spielern. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Indirekter Freistoß, blockiert und damit indirekte Entscheidung. Und wieder eine große Chance jetzt für die Wiener Austria. Noch einmal die Attacke, da nehmen Schöttl und Hatz den Tator in die Mitte. Also, da hätte es auch schon manchmal einen Elfmeterpfiff geben können und darunter liegt dann der Ball. Alle werfen einen gespannten Blick zum Schiedsrichter Platz, was der jetzt wohl entscheiden wird. Und sicherlich einige Rapidspieler sind froh, dass ein Indirekter ist. Ja, Distanz, so 13, 14 Meter. Keine leichte Situation jetzt für Rapid. Die Mauer muss zum Fünfer, Begrenzung zurückgehen. So, wer wird schießen? Wagner. Ja, keine einfache Situation jetzt. Schiedsrichter Plautz hat da alle Hände voll zu tun, um die Mauer dort zu halten, wo sie hingehört, seiner Meinung nach. Schiedsrichter Plautz deutet dann weiter zurück. Wird noch einige Zeit dauern. Ja, so einfach wird es jetzt nicht abgehen. Also, angedeutet hat er nur, um einen Test zu machen, wie die Mauer reagiert. Und da hat Schiedsrichter Plautz jetzt größte Probleme. Gelbe Karte. Allerdings, da kann man sich jetzt aussuchen, wer es ist. Möglicherweise Schöttl dürfte es gewesen sein. Weil Wagner kann es nicht sein, weil der hat schon eine gelbe. Also, so viel Übersicht wird Schiedsrichter Plautz haben. Das war die Situation, als er den Schiedsrichter gewunken hat mit einer abfälligen Handbewegung. Und dann können solche Sachen passieren. Ja, das ist jetzt ein bisschen wie auf der Chauna. Es wird noch ein bisschen weitergehen. Also da braucht jetzt Schiedsrichter Plautz Autorität, um das in den Griff zu bekommen. Dahinter Dom, die Rapid-Anhänger, werfen die Plastikbecher. So, Wagner, Meier, Nachschuss, Jeschek, das Tor scheint aus Austria-Sicht vernagelt zu sein. Und wieder Meier. Zufrieden blickt er ins Gras, zu Recht der Ladislav Meier. Schauen wir noch einmal, er hat da wieder, und wieder Kautz abgewehrt. Zweiten Schuss hat wieder Kautz abgewehrt. Also Kautz hat da schon eine anständige defensive Leistung erbracht, bringt da die Beine noch und kann den Ball ablocken. Also Rapid führt, die Austria spielt. 70 Minuten, wenige Sekunden fehlen da noch. Und jetzt ist Farbe in dieses Spiel gekommen. Rapid führt durch das Tor von Radovic in der 22. Minute mit 1:0. Das war zugleich auch der Pausenstand. Aber seit diesem Zeitpunkt drückt die Austria in der zweiten Hälfte, ist überlegen und hat jetzt schon drei sogenannte hochkarätige Chancen gehabt. Einmal war es Ladislav Meier und zweimal war es Kautz, der Tore für die Austria verhindert hat. Ja, jetzt wird es nachgetragen, also die gelbe Karte für Schöttler kann sie Wagner nicht gegeben haben, weil sonst hätte er ihn nämlich ausschließen müssen. Hieden. Der Toro.
So, Spielerwechsel bei der Austria. Wagner geht und für ihn kommt Bergsen. Also, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, denn Wagner hat für mich eine sehr gute, konstante Leistung in diesem Spiel geboten, hat die Ideen von hinten ins Spiel gebracht. Und, aber Heinz Hochhauser bringt jetzt Derksen, einen weiteren Stürmer. Also jetzt hat er dann schon vier Stürmer vorne stehen, hoffentlich stehen sie die nicht gegenseitig im Weg. Rabit bleibt im Ballbesitz. Kotz. Und Varesanovic hat Wagner geblockt und Schiedsrichter Plautz hat auf Foulspiel entschieden. Ja, etwa 18 Minuten bleibt der Wiener Austria noch, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Verdient hätte sie sich den Ausgleich, das steht außer Frage nach dem Gezeigten in der zweiten Spielhälfte. Rapid ist zu destruktiv. Aber das Glück des Tüchtigen, dass bisher die Austria kein Tor erzielen konnte. Möglicherweise hat Ernst Dokopil diese Taktik für Rapid auch deshalb ausgegeben, weil er weiß, dass die Mannschaft ganz einfach nach dem Spiel um die UEFA-Cup-Qualifikation müder sein muss als die Austria. Vielleicht ist das seine Überlegung, dass er defensiver spielen hat lassen. Wir haben die Foulstatistik gesehen, die zwangsweise auch aus der Taktik herrührt. Jeschek. Jetzt Platz für Wagner, aber er wird verfolgt von Hopfer. Bleibt beim Ball. Noch immer Wagner. Aber da hat den Varesanovic den Ball weggespitzelt. Sehen wir Varesanovic, der sich bei der Austria sehr gut eingefügt hat. Tatoro, gute Ballannahme, war nicht leicht zu nehmen. Hopfer. Richtige Entscheidung, Foul am Schießer. Ja, die Rapid-Fans beginnen mit dem Einklatschen der Rapid-Viertelstunde. 15 Minuten in der regulären Spielzeit noch zu spielen. Und es wären für Rapid, wenn man das bisher Gesehene in der zweiten Halbzeit zum Maßstab nimmt, noch schwierige 15 Minuten bis zum Spielende. Merlep. Sarac. Sarac kann sich da im Duell gegen Kautz durchsetzen. Kautz. Links. Wartet Wagner. Frei geht in den Ball hinein, aber Wolfer. Aufmerksam. Hopfer.
Hieden. Herrlich. Dann sitzt da Schießwald im Nacken. Ja, jetzt hätte aber Schießwald den Ball spielen müssen für Wagner. Zweikampf der beiden Manndecker, Hieden, Schießwald. Hieden zieht ihn da ein bisschen zurück. Freistoß für Rapid. Zinkler. Tobe! Möglichkeit, zu lang gespielt von Radovic für Wagner. Aber plötzlich waren 4-5 Rapid-Spieler vorne. Die Austria-Abwehr wirkte da etwas überrascht. Also wenn der Pass von Radovic für Wagner da angekommen wäre, das hätte eine sehr gute Torchance für Rapid ergeben. Tatoro. Abgeblockt von Schöttl, der sich um Tatoro kümmert. Abseitsstellung vom Schiedsrichterassistenten angezeigt. Abseitsstellung von René Wagner. Im Bild haben wir aber Jens Tove. Radovic. Harz, Fehler von Harz jetzt. Sarac. Tatoro. Und dann langen Eckverdacht. Derksen hält sich den Kopf. Aber Tatoro hat geschossen. Sarac. Und Tatoro. Aber Sarac hat den Haken nach innen gemacht, hätte ihn nach außen gemacht, Jeschek gespielt, hätte Jeschek Freibahn aufs Tor gehabt. Wagner hat blind gespielt, hat glaubt, hinter ihm steht Tove ungedeckt. Freistoß für die Austria, Derksen, Jeschek, Derksen. Tatoro kommt dann noch ins Spiel, aber kein Problem für Ladislav Meyer. Ein Rapid-Spieler hat sich verletzt, nämlich Schießwald. Etwas mehr als 10 Minuten in der regulären Spielzeit noch zu spielen und Rapid führt mit 1:0. Spieler nutzen diese Unterbrechung, um zu trinken. Ist nach wie vor sehr, sehr schwül. Schießwald hat sich da zum Glück nicht stärker verletzt, nicht ärger verletzt. Sehen wir noch einmal bei diesem Zweikampf mit Tatoro was. Ein weiterer Wechsel scheint sich anzukündigen, nämlich Roman Wallner. Zarac. Ein Foul von Michael Hartz. Und ein Spielerwechsel jetzt bei Rapid. Ja, es geht René Wagner. Und für ihn kommt Roman Wallner. Hey.
Herr Wagner hat natürlich als einziger Stürmer viele Wege, lange Wege gehen müssen. Und das hat Substanz gekostet. Und für ihn kommt jetzt Roman Wallner. Abstoß entscheidet Schiedsrichterplatz. Und ein Dankeschön von Wagner an die Fans. Er hat den Pass für Radovic gegeben, der die 1:0-Führung fixiert. Der Ballbesitz ist klarerweise klar zugunsten der Wiener Austria. Aber das Ergebnis ist im Moment klar zugunsten Rapids, nämlich 1:0 die Führung. Und zu spielen noch 8 Minuten in der regulären Spielzeit. Gut gemacht, gut abgeblockt, aufgepasst von Radovic, Tove. Radovic, der für mich ein unglaubliches Laufpensum leistet. Lederer, das zum zweiten Mal hat er dieses Missgeschick für seinen Pass nicht mehr laufen können. Aber auch er bringt eine durchaus solide, gute Leistung heute in diesem Tag. Hieden, aber Varesanovic hat das ausbessern können. Letvon. Sarac. Ja, jetzt. Die Austria setzt jetzt voll auf Offensive. Jeschek und Radetzky. Ja, aber auf was soll die Austria warten? Mannschaft muss jetzt alles riskieren. Kautz. Und die Austria wechselt noch einmal. Bringt Krasic ins Spiel. Und Sarac geht. Leitner. Tatoro. Und jetzt ganz alleine Wallner. Und ist dann nicht vorbeigekommen. Leitwan, Jeschek. Einwurf für die Austria.
Ja, jetzt schon mit Ausnahme von Varisanovic fast alle Austrianer vorne. Und jetzt wieder eine Möglichkeit, Kontermöglichkeit für Rapid. Wallner gegen Varisanovic lautet das Duell. Und Varisanovic entscheidet es für sich. Der Haken war zu offensichtlich. Und auch der neue Mann Krejci ist jetzt mit vorne. Und Abstoß vom Tor von Rapid. Er deutet alles nach vorne. Ladislav Meyer. Warum jetzt in den letzten Minuten? Führung für Rapid durch das Tor von Radovic in der 22. Minute. Radovic. Wallner. Guter Schuss von Wallner. Er gilt ja als ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, wurde von Sturm Graz verpflichtet. Ja, die Torschüsse, die sprechen eine klare Sprache. 2:9 zugunsten der Wiener Austria, aber die Tore eine klare Sprache für Rapid 1:0. Und 2,5 Minuten in der regulären Spielzeit noch die Chance für die Austria, zumindest ein Unentschieden zu erreichen. Einwurf für Rapid. Schön gespielt von Tove für Lederer. Na, die Rapid-Fans singen schon auf Wiedersehen, aber noch hat die Austria die Chance in der regulären Spielzeit zum Ausgleich. 2 Minuten, nicht mehr ganz 1,5 Minuten zu spielen. Unverständlich, warum sich da Varisanovic so lange Zeit lässt. Hätte zurückspielen können zu Wohlfahrt. So, Jeschek, Derksen, Letvon, Hopfer. Ja, und da war Krejci überrascht, dass er da noch an den Ball gekommen ist. Zwei Rapidler, Kautz und Hatz, sind da vorbeigefahren. Offizielle Nachspielzeit in der zweiten Spielzeit. Und 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten. Ja, bedingt durch die lange Unterbrechung bei dem indirekten Freistoß. Sicherlich gerechtfertigt. Und die Austria hat jetzt also von der Zeit her noch die Chance, den Ausgleich zu erzielen. Von den Chancen her hätte sich die Mannschaft das allemal verdient. Hopfer. Leitner, Merlib. Der Fehler von Zinkler, Hieden, Hopfer. Möglichkeit, Derksen! Und das ist der Ausgleich. 1:1. Derksen oder Krejci?
Ich glaube, Kreitsch war es. Oder Derksen. Einer von den beiden hat den Ausgleich erzielt, den längst verdienten Ausgleich. Hier noch einmal. Hopfer. Und Derksen, der Torschütze zum 1:1. Und der längst verdiente Ausgleich für die Wiener Austria. Vorweit hier von Hopfer. Und Ladislav Meyer kann da nicht mehr an den Ball herankommen. Ärgert sich Ladislav Meyer. So lange hat die Defensivtaktik gehalten. Und in der Schlussphase dann doch noch der Ausgleich für die Wiener Austria. Ja, von den Torszenen her, von der Spielanlage her, war die Wiener Austria ganz einfach diesem Ausgleich viel näher als Rapid dem zweiten Tor. Jetzt aber eine Ecke für Rapid. Tove. Noch 2 Minuten in der Nachspielzeit. Tove. Wallner und zur Sicherheit Wohlfahrt. Mit der Eckball. So, wieder Tove. Möglichkeit, Wallner. Abgeblockt. Na, jetzt kommt natürlich Rapid massiv nach vorne. Aber viel Zeit ist nicht mehr. Bisschen mehr als eine Minute. Wallner. Und abgepfiffen von Schiedsrichter Plautz. Letztendlich ein gerechtes Unentschieden. Vor allem die Wiener Austria hat in der zweiten Spielhälfte ganz eindeutig das Spiel bestimmt. Ist zu einigen ausgezeichneten Chancen gekommen. Durch Hopfer, durch Jeschek. Da hat sich Kautz auf der Linie mehrmals ausgezeichnet, hat abgewehrt im Kurzneck. Also ganz sicherlich verdient der Ausgleich von Derksen in der Nachspielzeit in der 91. Minute. Das 1:0 für Rapid, das hat in der 22. Minute Radovic erzielt. Und letztendlich Jan-Wert Zingler. Rapid hat in der Abwehr sehr gut, sehr konzentriert gespielt. Und in Summe ein interessantes, ein gutes Spiel mit letztendlich einem gerechten Ausgang mit diesem 1:1. Und ich gebe jetzt zu Christian Neheber.
Ordnung. Es war ein sehr spannendes Spiel. Das ist immerhin das Positivste aus der ganzen Geschichte. Was mich eigentlich interessiert ist, liegt für die Austria eigentlich ein Fluch über dem Hanapi-Stadion? Seit dem Jahr 96 nichts gewonnen, Martin Hidden? Er hört noch immer nichts mehr. Okay, also wir werden den Flug später ansprechen, wenn der Martin Hidden die Chance hat, dass er mich hören kann. Jetzt sieht man unsere Techniker, wie sie fleißig arbeiten. Aber Schelko, du... ich höre jetzt gerade von der Regie, dass wir das versuchen zu klären, bis dann wirklich funktioniert, dass uns beide hören. Wir ziehen jetzt unseren Olympia-Block vor. Ich denke, das wäre nicht das Schlechteste. Passt das jetzt? Können wir das so tun? Okay, gut. Also, Countdown für Sydney läuft. Und bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele, da sind es jetzt nur noch 33 Tage. Worum es eigentlich geht in Sydney. Wir haben die olympischen Medaillen für Sie. Wir zeigen sie Ihnen jetzt. Sie sind erst gestern öffentlich präsentiert worden, die Olympiamedaillen 2000. Auf der Kopfseite, da sieht man die griechische Siegesgöttin Nike und auf der Rückseite das Opernhaus von Sydney dann mit der olympischen Fackel. Dazu passt ganz gut unser folgender Beitrag perfekt, denn wir stellen Ihnen heute sehr gegensätzliche österreichische Medaillenhoffnungen vor. Sie treten in zwei Sportarten an, die etwas exotisch sind, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben, auf den zweiten aber doch sehr viel. Synchronspringen und Schießen. Eleganz und Präzision im Olympiajahr. Man muss sehr viel tüfteln, auch in diesen beiden Sportarten. Es geht sehr viel um die Konzentration. Man muss halt sehr genau sein, sag ich mal, in jeder Sportart. Man muss ziemlich viel Körpergefühl haben. Sprungturm und Schießstand. Im Olympia 2000 haben ihre Benutzer vieles gemeinsam. Nicht nur, dass sie in Sydney heuer schon Topleistungen erbracht haben. Anja Richter und Marion Reif feiern Platz 6 im Weltcup. Die Schützen mit Thomas Farnig sogar einen Weltcup-Sieger im Kampf gegen wilde, gefährliche australische Tiere. Das war im März und zwar wir haben Schlangenalarm gehabt. Und zwar eine giftige Giftschlange am Schießstand selbst. Die haben es dann Gott sei Dank nach 3 Tagen haben sie es eingefangen und irgendwo ausgesiedelt. In Atlanta haben wir so Gottesanbeterinnen am Turm sitzen gehabt, aber ich glaube, das wird in Sydney nicht passieren, weil wir sind in der Halle und kein Problem. In Atlanta war die Disziplin unserer WM-Bronzemedaillengewinnerinnen auch noch nicht olympisch. Aber Wolfram Weibel Junior war mit Silber und Bronze schon damals Österreichs Olympiastar. Für den 30-jährigen Vorarlberger aus Hohenems sind es heuer schon seine dritten Spiele. Das gilt auch für den Wiener Thomas Farnig, der 1992 schon Sechster war. Neuland hingegen betritt Jungster Mario Knögler. Sein Vater hat ihm zu Hause in Machtrenk in Oberösterreich sogar eine eigene Schießanlage getischlert. Ja, haben wir natürlich im Keller, im eigenen Haus, den ganzen, die Trainingsstätte eingerichtet, also einen Schießstand mit allen möglichen Schnickschnack von Technik angefangen, Computer und alles Mögliche, was man wirklich braucht. Ich glaube, er ist international gesehen der kommende Mann hinter dem Josef Gönczi. Und ich glaube, er wird absolut die Zukunft des Skisports international beherrschen. Wir sind, glaube ich, ein sehr perfektes Team. Ein perfektes Team, das wie unsere Synchronladies zu den Top-Medaillentipps in Sydney zählt. Und das die charmanten Kolleginnen im Wiener Prater auch gleich zu einer kleinen Trainingseinheit einladen kann. Ist vielleicht auch bald sogar Rollentausch möglich? Ich bin ja beim österreichischen Bundeswehr, das heißt, das war nicht so neu für mich. Also da gehört das irgendwie dazu, ne? Naja, in der Grundausbildung haben wir auch Dienst mit der Waffe gehabt. Nein, das ist mir irgendwie zu unweiblich. Also ich brauche schon ein bisschen einen Kick und so. Also das Schießen ist ein bisschen zu ruhig. Ja, ich kann es nicht wirklich, aber runterhüpfen, das wäre schon in Ordnung. Ja. Welches Brett darf es sein? Jetzt sind wir auf dem 1-Meter-Brett, 3, 5, 10 Meter? Ich denke 3 Meter, das wäre so meine Höhe. Wenn schon, dann 10 Meter, weil das habe ich noch nie gemacht. Irgendwann ist ja immer das erste Mal. Auch bei unserer kleinen Australien-Kunde. Die Aborigines, Sydney, die Oper, der Strand und Kängurus. Goldmedaille gewinnen. Und? Olympisches Dorf. Und? 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 Das Wichtigste wäre, glaube ich, das Didgeridoo spielen. Das haben wir schon fast ein bisschen gelernt. Denn in
Sydney wollen sie ja dann nicht nur mit dem schwingenden Bullhorn und dem Didgeridoo ganz synchron vorne mitspielen im großen Olympiakonzert um die Medaille. Unsere Tonkommunikationsprobleme, die scheinen beseitigt zu sein. Jetzt müsste es klappen. Da kommt nochmals der Begrüßungsapplaus für Željko Radović und Martin Hidden. Herzlich willkommen. Wiederhole die erste Frage, diesmal für beide Herren. Liegt ein Fluch über der Austria, was das Hanapi-Stadion betrifft? Seit 96 nichts gewonnen, Martin Hidden? Ja, ich glaube, von einem Fluch kann ich persönlich nicht sprechen. Also, was vor mir war, also mit dem befasse ich mich sehr wenig. Ich bin jetzt drei Monate bei der Austria und ich kann nur sagen, was bis jetzt in den drei Monaten passiert ist und was noch davor ist. Und wir haben heute einen Punkt gekriegt, wir sind zufrieden. Seltsamerweise sehe ich bei dem Ex-Rapidler und Ex-Liedspieler, Ex-Sturmspieler jetzt ein grün-weißes Leiberl und kein violettes. Nein, das ist einfach nur Jens Dovis aus Zeiten von Graz, ein sehr guter Freund für mich und mir einfach die Dressen tauscht. Gut, also schauen wir uns das Spiel einmal jetzt chronologisch an. Željko Radović, es hat bei Ihnen eigentlich sehr erfolgreich begonnen. 20 Minuten lang war die Austria wirklich in der besten Position, eigentlich ein Tor zu erzielen und dann kommt diese Chance. So, Sie sind gefordert, geht schon los. Ja, versucht von Anfang an defensiv zu spielen, wollte mit langen Bällen nach vor zum Tor kommen. Wie man sieht bei der Aktion, hat alles passt. Langer Pass am Wagner, der hat super ins Loch reingespielt und ich habe einfach drauf fahren müssen. Super Vorarbeit von René. Wir haben sie aber, glaube ich, zweite Halbzeit zu früh und zu weit zurückgezogen. Und von daher, glaube ich, geht das 1:1 auch so bitter es auch noch klingt, nach dem Spielverlauf der zweiten Halbzeit eigentlich in Ordnung. Schauen wir uns dann ohnehin noch in Ruhe an. Frage gleich an den Martin Hidden. Wo war der Fehler der Austria? Habt ihr geschlafen? Wie ist das passiert? Gut, also man hat gesehen, dass Rapid eine klasse Mannschaft ist und im Grunde genommen, dass der fast mit einer klasse Aktion für sich entschieden hat. Aber man hat gesehen, dass wir mit 97 Minuten sehr spielbestimmend waren, zweikampfstark, auch zu Chancen gekommen sind. Vor allem dann in der zweiten Halbzeit, wo das Tor wie verhext war und im Prinzip wir dann Ausgleich noch glücklich gemacht haben. Gleich weiter, was sie dann in der 58. Minute abgespielt hat. Das war schon eine von vielen Chancen, die da abgegangen sind. Martin? Ja gut, also wir sind sehr zweikampfstark gewesen und haben uns die Chance dann von der Seite erspielt und der Hopferwolf hat leider Pech gehabt mit einem Stangenschuss und es waren Menschenmassen im Strafraum und es hat oft schwer durchzukommen. Jetzt sieht man es nochmal eigentlich wirklich schön gemacht. Ja, wirklich, das hat im Prinzip nur das letzte Quäntchen Glück geführt. Jetzt so weit, so gut. Das geht allerdings in der Richtung weiter. Wir schauen uns die vierte einer solchen großartigen Möglichkeit an. Das war dann rund unmittelbar um den indirekten Freistoß. Sehr viel Aufregung da rundherum. Ja, sicherlich. Vor allem bei dem Spielstand super abgewehrt und einer auf der Linie gerettet. Also, ausgerechnet der Ex-Austrianer, der das zweite Mal auf der Linie gerettet hat, muss man ja, dazu sagen. Ja, sicherlich. Aber es gehört viel Glück, speziell bei so einem Freistoß, dass man da irgendwie durchkommt oder ein Loch findet. Und bis dato hat Rapid das Glück gehabt und es kommt nicht von ungefähr das Glück. Das war schon ganz gewaltig auf jeden Fall. So, geht noch weiter. Wir haben noch einiges nachzutragen, nämlich jetzt kommt dann noch der Treffer zum Ausgleich. Da ist dann gleich die Frage, ob er verdient oder glücklich war. Aber das wollen wir gleich im Nachhinein machen. So, geht schon los. Also, da kommt die Szene. Gut, wir haben alles riskiert. Schwerer Fehler jetzt auch von der Rapid. Schwerer Abspielfehler. Ja, aber ich sage einmal, wir haben alles riskiert. Ein Schuss glücklich abgefischt und der Derksen ist goldrichtig gestanden und zum Glück für uns noch den Ausgleich gemacht. Also, jetzt kommt wirklich die harte Frage, die unangenehme. Wer hat den Sieg, der hätte den Sieg eher verdient? Die Austria oder die Rapid? Beide ganz einfach. Unentschieden, okay. Wir haben erste Halbzeit auch recht gefällig gespielt und auch verdient geführt und wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir sich zu früh zurückgezogen, haben eigentlich hinten nur die Bälle weggepufft und das ist dann bestraft worden in der 90. Minute. Und wie schaut es bei der Austria aus? Ja gut, also wir sind im Grunde genommen jetzt glücklich, dass wir das X gemacht haben, aber
mit den zahlreichen Torchancen hätte man das Spiel sicherlich auch zu unseren Gunsten entscheiden können. Aber 1-1 und beide sind weiterhin vorne dabei. Schauen wir uns jetzt einmal die Meisterschaftssituation an. Wir werden mal vielleicht gleich auf die Tabelle eingehen, damit wir gleich Stellung nehmen können dazu. So, da sieht man jetzt die Tabelle. Rapid ist 2 Punkte vorne, 15 Punkte vor Bruntigammer Sturm mit 13. Dann kommt die Austria, Ried, Tirol, 6. derzeit. Wenn man sich das anschaut, so mit Hinblick jetzt noch ein paar Runden, könnte man schon ein Resümee vielleicht ziehen. Wo sind die Meisterschaftsfavoriten? Rapid, Austria, ist Tirol schon weg? Hat Tirol noch Chancen? Na gut, ich glaube, also nach 6 Runden kann man noch schwer was sagen. Also, wie es ausschaut jetzt. Trend, ja. Also, ich sage mal, unser Trend geht sicherlich bezüglich der letzten Saison oder der letzten Jahren sicherlich aufwärts. Und wir schauen im Prinzip, dass wir von Spiel zu Spiel unsere Punkte einhamstern und was dann im Endeffekt am Ende herauskommt, das wissen wir noch nicht. Okay, so, jetzt schauen wir uns ganz schnell die Torschützenliste an. Die haben wir auch gleich eingeblendet. Da sieht man Gilewitz und AK Gündis mit 5 Punkten vor Tobi und inzwischen hat auch Željko Radović nachgezogen, 4. Treffer. So, damit kommen wir auch gleich zum ersten Länderspiel der Saison. Es geht ja am Mittwoch gegen Ungarn und interessant dabei Ihr Comeback Martin Hidden und natürlich der Debütant Željko Radović. Željko, große Überraschung für Sie. Was bedeutet das jetzt für Sie? Na, für mich ist es eine super Sache, eine große Ehre im Nationalteam zu spielen. Ich glaube, dass ich mich in den letzten Wochen sehr gut verbessert habe, gute Leistungen für Rapid gebracht habe und von daher glaube ich auch, dass es verdient die Berufung gekommen ist und ich hoffe natürlich mit einem Einsatz am Mittwoch, das entscheidet der Teamchef, aber wie gesagt, eine Riesensache für mich. Martin, nach dem solchen Jahr bei Leeds, sicherlich große Freude bei Ihnen. Ist es auf die gesamt gute Leistung der Austria Abwehr zurückzuführen, glauben Sie, oder nur Ihre persönliche, dass Sie ins Team gekommen sind? Also ich sage, es kommt sicherlich nicht nur auf meine Leistungen. Also ich versuche meinen Teil zu beitragen, dass wir erfolgreich sind und es können immer 11 Spiele, was im Spielfeld sind oder der ganze Kader dazu. Aber ich habe nur schauen können, dass ich einfach meine Leistungen bringe und alles Weitere ist im Prinzip nicht in meinen Händen gelegen. Gut, den Rest werden wir dann ohnehin sehen. Wir wünschen Ihnen beiden auf jeden Fall alles Gute für dieses Spiel gegen die Ungarn. Hoffen auch, dass sehr viele Zuschauer kommen, unabhängig davon, dass Sie am Mittwoch auch Gelegenheit haben, das live zu sehen, nämlich in ORF 1. Wiederschauen. Die Austria ist die initiativere, spielerisch stärkere Mannschaft. Rapid hat nur eine einzige Chance in der ersten Hälfte und die sehen Sie hier. Wagner nimmt sich den Ball schön herunter, legt auf für Radović und der erzielt das 1:0 für Rapid in der 22. Minute. Herrlich gespielt, ein guter Spielzug, eine einzige Torchance und das war die Führung für Rapid und Ernst Okupil sieht's realistisch. Sie haben uns eigentlich bis auf die eine Torchance keine gelassen, haben das Spiel diktiert und wir haben eigentlich sehr viel Glück gebraucht, um überhaupt bis zur 90. Minute durchzukommen, um kein Tor zu bekommen. Pausenstand 1:0 und dann zahlreiche Chancen für die Austria. Vorwärt, Meierleb, Hopfer an die Stange. Und einige gute Möglichkeiten, so wie auch hier Schuss von Jeschek und Kautzwerk auf der Linie. Ja, noch einmal, Heinz Hochhauser sitzt deftig. Der Kollege hat einmal gesagt, Fußball ist ein Scheißspiel und heute habe ich das auch so erlebt. Aber es gab für die Austria noch ein versöhnliches Ende. In der 91. Minute, also schon in der Nachspielzeit, Hopfer, Flanke, Ball wird abgelenkt und der eingewechselte Derksen erzielt den hochverdienten Ausgleich zum 1:1. Hier noch einmal. Glück in dieser Aktion, aber die Austria hat zuvor viel Pech gehabt und viele Torchancen vergeben. Also letztendlich ein verdientes 1:1 im Hanapi-Stadion. Wir haben einfach Pressing gespielt, das ist unser Stil. Wir setzen den Gegner unter Druck, ganz wurscht, wo wir spielen. Und damit hat Rapid Probleme gehabt und sie haben halt dann, sind nicht mehr rausgekommen. Und so ist das Spiel so entstanden. Vielleicht wäre es für uns sogar einfacher gewesen, wenn Rapid besser gespielt hätte, hätten wir vielleicht leichter gewonnen, ich weiß es nicht. Der Blick auf die Tabelle. Rapid führt mit 2 Punkten vor Sturm Graz. Die Austria ist Dritter mit 12 Punkten. Rapid und Austria sind die einzigen Mannschaften, bisher noch ohne Niederlage.